Ja, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Demon Talk Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute mal ohne meine scheiß Hackfresse, heute mal nur die Stimme und mein wunderschöner Desktop hier. Ja, um was wird heute gehen? Heute mal kein kritisches Video, heute mal kein Video, in dem ich irgendwelche Sachen, thematisiere, hinterfrage, was auch immer. Heute mal ein Video, das ich vor ein paar Monaten mal machen wollte. Und zwar geht es heute um meine persönlichen Kanalempfehlungen, um Kanäle, die ich privat abonniert habe, weil ich sie mir privat halt eben anschaue. Und diese Reihe, diese Mini-Reihe, dieses Mini-Format wird sich in vorerst zwei Teile unterteilt quasi. Der erste Teil dreht sich quasi, also hier dieser Teil, dreht sich quasi um die Kanäle, die ich aktiv abonniert habe. Und der zweite Teil wird sich darum drehen, welche Kanäle ich nicht abonniert habe, aber trotzdem relativ regelmäßig verfolge. Dieses Video wird natürlich logischerweise meine eigene Meinung sein. Und was gibt's dazu zu sagen? Schnappt euch irgendwas zu essen, schnappt euch irgendwas zu trinken, schnappt euch eine Menge Zeit, denn dieses Video wird sicherlich länger gehen, denn ich habe aktuell 23 Kanäle abonniert. Wie gesagt, das andere Video mit den nicht abonnierten Kanälen, die werde ich dann in Teil 2 preisgeben, die ganzen Kanäle. Auf jeden Fall hier in diesem ersten Teil wird es ausschließlich um die Kanäle gehen, die ich abonniert habe. Ich werde zu jedem Kanal ein bisschen was sagen, also warum habe ich diesen Kanal abonniert, was macht diesen Kanal für mich persönlich speziell, warum gucke ich den Kanal. Und wie gesagt, das ist meine eigene Meinung und mit einem ganz normalen, ey, das ist der Kanal XY, den gucke ich gerne, weil, ja, keine Ahnung, müsst ihr halt wissen, ob ihr ihn anguckt, ja, und da ist der Link und guckt mal vorbei. So wird dieses Video nicht aufgebaut sein. Ich werde halt zu jedem Kanal ein bisschen was sagen, weshalb dieses Video sicherlich ein bisschen länger gehen wird. Ich werde auch die ganzen Kanäle, zu meiner Verteidigung, ne, nicht in die Videobeschreibung packen, da das für mich persönlich keinen Sinn machen würde. Also ich könnte es zwar machen, aber bei fast 30 Kanälen, also bei über 20 Kanälen, whatever. Ja, keine Ahnung, man geht auf den Kanal und dann sucht man den, wenn man Interesse hat, und dann findet man diesen Kanal auch für gewöhnlich. Ich werde dieses Video hier nicht schneiden, ich werde ein bisschen Musik drunter legen, mal gucken. Das heißt, es wird so wie ein Thementalk aufgebaut sein, sprich, wenn ich mich versprechen sollte, wie halt jetzt schon die ganze Zeit, weil ich ein bisschen genervt bin, weil das schon mein dritter, vierter Versuch ist mit der Aufnahme, weil Audacity gemeint hat, es müsste immer mal wieder crashen, warum auch immer. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Wenn nicht, dann werde ich ausrasten, mal wieder. Was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, wenn ihr Interesse an diesen Kanälen haben solltet, dann sucht einfach nach den Kanälen und guckt einfach, was ihr so findet. Auf jeden Fall werde ich in diesem Video hier alle Kanäle zeigen, die ich abonniert habe. Es ist ein Gemisch aus Gaming, Unterhaltungskontent, ein bisschen Talkmäßig, also was Talkmäßiges, Meinungsblockmäßiges, Sportkanäle sind auch dabei und ein ASMR-Kanal und es ist halt so ein bisschen gemischt, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Gut, good for the dude auf jeden Fall. Mal gucken, was wir so rausbekommen, würde ich mal behaupten, ne? Gehen wir einfach mal, oder beziehungsweise fangen wir einfach mal an mit dem ersten Kanal. Der erste Kanal ist von Richtiger Kevin. Richtiger Kevin ist ein Kanal, der mit Montana Black zusammenarbeitet, genauso wie der Kanal Die Crew. Zu Die Crew kommen wir gleich nochmal. Was machen diese zwei Kanäle? Sie sind quasi mit Monte so ein bisschen verpartnert. Sie laden halt Reaction-Content hoch von ihm, von den Streaming-Zeiten, die er hat. Also ein bisschen Real Talks, Reaction-Videos, vielleicht ab und zu mal Unboxings, bla bla bla, dies, das, jenes, alles Mögliche. Und die sind quasi verpartnert, sprich, die dürfen das hochladen von seiner Seite aus. Und wie das Ganze geregelt ist finanziell, bla bla, das hat uns nicht zu interessieren. Auf jeden Fall, was macht diese Kanäle für mich interessant? Monte ist, die meisten werden Monte natürlich kennen, Monte ist für mich persönlich ein sehr sympathischer, ehrlicher, offener Typ, der viele Dinge sagt, die sehr gut reingehen. Und ich muss sagen, ein sehr, sehr netter, sympathischer Kerl, sollte jeder kennen da draußen. Die meisten mögen ihn, dann gibt es Leute, die mögen ihn halt einfach nicht, ist ja auch total in Ordnung. Warum ich diese
Kanäle verfolgt, die halt quasi die Streaming-Ausschnitte zeigen, liegt einfach daran, dass ich Videos viel sympathischer finde als Streams, denn bei einem Stream muss ich mir die Zeit nehmen von dann bis dann. Und bei Videos kann ich die halt einfach rund um die Uhr gucken, je nachdem, wie ich Bock drauf habe. Und ich verfolge Streaming-technisch wenige Leute. Wenn, dann sind das meist ASMR-Leute halt quasi, ASMR-Streamer, die ich halt zwischendurch mal ein bisschen angucke, aber ansonsten verfolge ich relativ wenig. Ab und zu mal ein paar Meinungsblogger, aber das war's dann auch. Ne? Wie gesagt, richtiger Kevin und die Crew, können wir auch mal kurz drauf gehen, sind halt quasi Kanäle, die halt sich komplett um Monte drehen. Und kann ich so empfehlen, also ich meine, wer Monte kennt, wird die Kanäle sowieso kennen, aber ist immer wieder chillig, seine Streams anzugucken, beziehungsweise die Ausschnitte davon, also die ganzen Reactions sind relativ cool. Und die Talks sowieso gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Und irgendwann kam ich halt dazu, mal diese Kanäle zu abonnieren, weil ich mir so dachte, weißt du was, ich gucke sowas sowieso regelmäßig und es wird mir sowieso auf der Startseite angezeigt, warum nicht einfach abonnieren? Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, das habe ich bei den ganzen anderen Aufnahmen verkackt ein bisschen. Wundert euch nicht, wenn diese komischen Timelines mal nur bis zum Anfang gehen und dann gar nicht mehr weiter oder wenn die ganz fehlen. Das liegt nicht daran, dass ich so inaktiv oder unregelmäßig die Sachen gucke, sondern weiß ich nicht, YouTube hat da generell ein Problem mit. Das ist total weird manchmal. Ich gucke mir viele Videos natürlich bis zum Ende an und trotzdem wird dann angezeigt, dass ich mir nur die ersten, was weiß ich, 20 Sekunden reingezogen hätte, was dann einfach zu 0% stimmt. Keine Ahnung, was YouTube da hat, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall könnt ihr davon ausgehen, dass ich da die Videos gucke. Ich meine, selbst für dich, das ist ja nicht schlimm, ne? Aber die meisten Timeline-Dinger, Abzeichnungen hier, whatever, ob man das hier gerade sieht. Ich hoffe, die Maus wird mit aufgenommen. Wenn nicht, dann halt nicht, aber egal. Auf jeden Fall, diese Timeline-Dinger halt, die sind meist, naja. Kommen wir zum nächsten Kanal. Also wie gesagt, die Kanäle sind unterschiedlich. Also das waren halt, wie gesagt, die zwei ersten Kanäle, die sich mit Monte befassen. Monte selbst verfolge ich natürlich auch, aber ist halt in diesem Ordner drinne. Den habe ich nicht abonniert, aber gucke ich trotzdem relativ regelmäßig, wenn er mal was hochlädt. Kommen wir zu Kay. Kay ist ein Arc-YouTuber, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wer mich so ein bisschen länger verfolgt und auch meine Posts mitbekommt bei Twitter oder vor allem bei Instagram auch ab und zu mal, der weiß, dass ich ein richtiger Arc-Suchti bin, ein Arc-Fanatiker. Und Arc, muss ich eigentlich gar nichts zu sagen, ist halt ein Survival-Game, was mit Dinos zu tun hat. Und Kay macht seit Jahren eigentlich PvP-Content, auch ein bisschen PvE, aber meist PvP-Content. Und ich muss sagen, Kay gehört im deutschsprachigen Raum einer, also von den Arc-YouTubern jedenfalls, ist er einer meiner Lieblinge, quasi, weil er einfach eine sehr, sehr sympathische Art hat zu kommentieren, weil er halt einfach, wie soll ich sagen, seine PvP-Videos sind richtig gut, ich mag das, das Ganze mitzuverfolgen, sein Schnitt ist extrem gut, die Musikuntermalung, sehr, sehr episch. Wir gucken uns in diesem Video keine Videos an, also keine Angst, dass ich da irgendwo draufklicke. Und warum ich ihn abonniert habe, ja, einfach weil ich die Arc-Videos extrem geil finde und einfach weil er ein sehr, sehr sympathischer Kerl ist, der sich sehr, sehr viel Mühe mit seinen Videos gibt. Also seine, ja, wie soll ich sagen, seine Intros teilweise sind extrem gut gemacht. Er hat auch mal ein Product Placement gemacht, wo er Kopfhörer vorgestellt hat. Ich glaube, das war das hier. Da hat er dann irgendwie das Ganze total witzig verpackt und hat das Ganze so gleichgezogen mit einem Umzug, wie es halt ist, dass halt die ganze Zeit Bohrmaschinen und Baustellenarbeiten hörst. Und dann hat er die Kopfhörer vorgestellt, quasi mit einem anderen Ich von ihm, wo dann sagt, ja, guck mal, die Kopfhörer hier, da hörst du gar nichts mehr von dem Scheiß, bla bla bla. Sehr, sehr interessanter, sympathischer Kerl. Habe ich auch erst kürzlich abonniert, verfolge ihn aber schon seit längerem. Ja, okay, meine Damen und Herren. Kommen wir zum nächsten YouTuber. Okami. Oder Okami, keine Ahnung. Ich denke einfach mal Okami. Was Okami für mich unterschiedlich macht, im Gegensatz zu Kay, also er ist auch ein, ich würde ihn einfach mal Arc-YouTuber schimpfen. Was ihn anders macht, er bringt nicht PvE oder PvP. Er bringt halt, also in dem Fall ist es beides auch zusammen, manchmal. Aber seine Videos sind halt so gestrickt, habe ich erst vor ein paar Tagen entdeckt tatsächlich, dass er Challenge-Videos macht. Ich finde,
Challenge-Videos diesbezüglich, was ein Game betrifft, eigentlich sehr, sehr sympathisch. Da wird euch im zweiten Teil wahrscheinlich, ist es dann, kann ich ja mal ganz kurz gucken, wird euch dann auch ein YouTuber in die Augen springen, der Minecraft-Challenges macht. Und ich finde so Videos eigentlich relativ interessant. Das sind dann so Sachen wie, ja, arg durchspielen, aber ohne Heilung. Oder wenn du einmal stirbst, ist halt alles vorbei. Also quasi so ein Hardcore-Modus. Oder du bist riesig, die Dinos klein oder umgekehrt. Und ich finde so Videos, so Challenge-Videos total interessant eigentlich. Deswegen habe ich ihn abonniert, weil ich sowieso ein Arg-Suchti bin. Und finde ich, kann man sich gut geben eigentlich so. Ich hätte beinahe gedacht, er landet nicht auf meiner Abo-Box. Also es würde jetzt keinen Unterschied machen, wenn er in meiner Abo-Box wäre oder unter den Kanälen, die ich nicht abonniert habe, aber trotzdem verfolge, weil er mir bei der Startseite immer relativ weit oben angezeigt wurde, in den letzten Wochen eigentlich, bis ich mal angefangen habe, ihn zu gucken. Kommen wir zum nächsten Kanal. Der nächste Kanal, ich habe mich gefreut, eigentlich zu hier was zu sagen. Der nächste Kanal ist kein deutscher Kanal, wie es meist so ist, aber ja, was soll ich zu diesem Kanal sagen? Die meisten von euch werden wissen, was ASMR-Content ist. ASMR-Content werde ich kurz erläutern, muss ich eigentlich gar nicht, aber werde ich trotzdem machen. ASMR sind unter anderem meist Videos, in denen gewisse Geräusche und Sounds, Soundkulissen, whatever, gezeigt werden, beziehungsweise zu hören, gegeben werden, whatever, die halt quasi eine bestimmte Gehirnregion stimulieren in dem Moment. Es gibt Leute, die fühlen es, gibt Leute, die es fühlen. Ja, die es fühlen einfach nicht. Lull, gutes Deutsch heute. Es gibt Leute, die es fühlen und es gibt Leute, die fühlen das Ganze nicht. Werde ich jetzt nicht genauer erläutern, warum das so ist und warum nicht. Darum geht's ja nicht. Auf jeden Fall, RabbitTrueASMR ist eine Streamerin eigentlich, die auch nebenbei Videos macht. Sie verfolge ich auch auf Twitch. Das ist die einzige ASMR-Streamerin, die ich wirklich aktiv verfolge auf Twitch. Und was macht sie für mich besonders? Die Leute, die ASMR nicht fühlen, also die damit nichts anfangen können, weil sie einfach sagen, nee, das macht mich gaga, es macht mich aggressiv, Leute beim Flüstern zuzuhören und was weiß ich nicht alles. Die Leute werden das wahrscheinlich nicht fühlen. Ist ja auch total in Ordnung, die können es eh mit dem Ganzen, was ich sage, werde nichts anfangen, ist ja auch in Ordnung. Die Leute, die es aber fühlen, was sie für mich interessant macht, ist, sie hat halt einfach ihre Ausstrahlung, also eine sehr junge, also was heißt junge, also eine sehr hübsche junge Frau, sie ist so schön anzusehen. Oh Gott, ich habe schon jetzt Angst vor den Kommentaren, wegen, du sexualisierst nur. Es gibt auch tatsächlich männliche ASMR-YouTuber, die ich verfolge, die verfolge ich dann tatsächlich zwischendurch mal, ab und zu mal, alle paar Wochen mal, wenn mir ein gutes Video angezeigt wird auf der Startseite. Auf jeden Fall ist RabbitTrue ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Sie hat, obwohl sie viele Follower hat, also viele Live-Zuschauer bei Twitch beispielsweise, geht sie halt auf die Kommentare ein, bedankt sich immer ganz nett für jeden Kommentar beziehungsweise auf alles, was im Chat so abgeht. Was sie für mich besonders macht, im Gegensatz zu anderen ASMR-Content-Creatern, ist, dass ihr Flüstern nicht nervig rüberkommt für mich, sondern einfach wie so ein spezielles Versprechen. Die Leute, die ASMR nicht verfolgen, die denken sich auch jetzt nur so, was bist denn du für ein Idiot? Auf jeden Fall gucke ich mir ihre Videos sehr, sehr oft an und vor allem auch doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, zehnfach, zwanzigfach. Immer dann, wenn ich ein Skript schreibe beispielsweise, wenn ich irgendwas nebenbei mal mache, vielleicht ein bisschen was Chilliges zocke, sowas wie Minecraft oder so, dann höre ich mir das auch so im Hintergrund an. Und was sie für mich auch noch speziell macht, auch wenn man sich jetzt ein paar Thumbnails anguckt, wo man ein bisschen Ausschnitt zeigt, sie ist halt ein Mensch. Bei ASMR, auf sie kommt es halt, also für sie kommt es nicht darauf an, was man zeigt, sondern wie man es rüberbringt. Diese ganzen Roleplays, wo sie halt auch mal eine Elfe ist oder irgendwas dergleichen, finde ich auch ganz interessant. Genauso wie ein Video, was sie mal gemacht hat, über Cyberpunk hier war das. Sie ist sehr, sehr kreativ, was das angeht, finde ich sehr, sehr interessant, kann man sich richtig gut geben. Und sehr oft, wenn ich dann irgendwie auf meiner Couch liege und die PS4 an ist, lasse ich ein paar Videos von ihr via Autoplay-Funktion durchlaufen und nicker da ein bisschen ein. Und sie ist auch, also sie ist momentan in den letzten paar Wochen, sage ich jetzt mal, die einzige ASMR-YouTuberin, also was ihr Kanal halt betrifft, wo ich wirklich sagen kann, es beruhigt mich halt ein bisschen, weil, wie ihr wisst, habe ich Schlafprobleme und ich muss sagen, sie bringt das richtig gut rüber. Sie ist halt, wie gesagt, eine relativ hübsche Person, eine sehr sympathische. Und ihr Flüstern erinnert mich so ein bisschen, also auch ihre Stimme, wenn sie flüstert, erinnert mich so ein bisschen an Alpha von The Walking Dead.
So ein bisschen. Das ist jetzt so eine ähnliche Art und Weise, wie sie es halt rüberbringt, das Ganze. Ja, zu ihr gibt's halt nicht allzu viel zu sagen. Ich mag sie ganz gerne. Ich finde sie sehr sympathisch. ASMR-Content, wie gesagt, die einen fühlen es, die anderen nicht. Und wenn ihr es fühlt, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde die Roleplays sehr, sehr nett. Oder sie hat irgendwo mal ein Video gemacht. Ich glaube, hier war das genau. Kidnapping. Da ist es auch immer sehr interessant. Ja, ich stehe halt voll auf diese Roleplay-Sachen, was ASMR betrifft. Auf jeden Fall gehen wir mal einfach weiter. Ja, der nächste Kanal ist unterschiedlicher denn je. Und zwar ist es der Kanal Dennis Kohlroos. Ich hatte Dennis Kohlroos, also nur mal so, by the way. Er ist ein Strongman. Was ein Strongman ist, sollten die meisten wissen. Er ist halt quasi ein Kraftpaket, was halt weltweit einer der Top-Sportler, also zu den Top-Sportlern zählt. Also richtiges Kraftpaket. Man sieht es teilweise, was für eine Statur der Kerl hat. Ich glaube, momentan wiegt er 170, 180 Kilo so, mit einer Größe von 2 Metern ungefähr. Ist auf jeden Fall ein richtiges Kraftpaket. Warum ich ihn verfolge, ich habe ihn noch gar nicht so lange auf dem Schirm, jedenfalls abotechnisch nicht. Sonst kenne ich ihn, also in Anführungszeichen kennen, also seinen Kanal kenne ich schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, seit 2 Jahren oder sowas. Und damals, als ich noch keinen Sport gemacht habe, beziehungsweise nicht angemeldet war beim Fitness und das Ganze nicht so ernst genommen habe, habe ich ihn immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, aber eher für so Videos, die er mit Kevin Wolter gemacht hat. Also sowas wie Strongman gegen Bodybuilder im Sinne von Faustboxen, volles Wort, was nicht existiert, man kennt's. Also quasi sowas wie ein Boxautomat, ja, quasi. Wer holt halt mehr Punkte raus mit der Kraft und so Sachen. So Videos habe ich halt von ihm verfolgt, muss ich sagen. Seitdem ich wieder ein bisschen aktiver Sport mache, gucke ich mir seinen Kanal an. Nicht, weil er, also er ist ein Vorbild für mich, aber nicht, weil ich Strongman werden will. Das könnte ich mir nie antun, weil er dann einfach so viel Disziplin mit sich bringt und weil ich es mir nie wagen würde, überhaupt mit jetzt Mitte 20 zu sagen, ja gut, jetzt will ich Strongman werden. Die meisten Strongmans sind schon seit der Jugendzeit eigentlich am aktiv Sport machen. Er ist aber so ein bisschen meine Motivation, weil seine Videos sind nicht nur so von wegen, jo, hier hast du eine Trainingseinheit, mach die nach und jo, sondern er redet halt auch viel über persönliche Sachen. Er ist sehr, sehr sympathisch. Er kommt halt einfach rüber wie so ein netter Fitnesscoach, der halt einfach mal dir auf die Schulter klopft und sagt, ey, guck mal, wenn du die Übung so und so machst, dann hast du auf jeden Fall viel mehr Erfolg damit, dies, das, jenes. Er ist halt sehr, sehr sympathisch. Ich finde seine Videos richtig interessant. Auch ab und zu mal, wenn er so mal ja, Ernährungsvideos macht, die, soweit ich weiß, nicht allzu aktiv vorkommen. Also eher so manchmal halt. Auch so ein paar Talks hat er zwischenzeitlich mal. Oder ein Video, was er letztens hochgeladen hat, Armwrestling, wo er dann irgendwie ein neues Gerät vorstellt oder was für ein Essen er sich reinzieht, diverse Wettkämpfe, die er da auf seinem YouTube-Kanal zeigt. Mitunter eigentlich so mein Vorbild. Also die Leute, die sich ein bisschen mit Fitness auskennen, die wissen halt, was für ein Typ er ist. Auf jeden Fall ein richtiges Kraftpaket. Ich habe keine... Das klingt total falsch. Also ich hätte jetzt keine Angst vor ihm so. Generell sollte man ja von niemandem Angst haben. Man sollte aber die Leute nicht unterschätzen. Was ich aber sagen kann zu ihm, ich habe eine Mordsachtung vor ihm. Einfach wegen dem Sport an für sich. Ich weiß zwar nicht viel über den Sport, also über Strongman sein und so weiter, aber ich denke, hör mal, das ist einfach brutal. Und ich sag's mal so, er ist ein sehr, sehr sanftmütiger Kerl, er hat eine ruhige Stimme. Er kommt auch so aus meinem Kreis, habe ich so das Gefühl, ist auch so ein bisschen felsig, mäßig unterwegs, so Pfalz, Baden-Württemberg mäßig unterwegs ist, whatever, scheiß drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr ruhiger, chilliger Typ. Fun Fact am Rande, ich würde ihm jetzt nicht nachts über die Straße oder über den Weg laufen wollen, wenn er wütend ist, so, weil er ist schon ein Monster. Also deswegen ist er halt einfach ein Vorbild für mich, weil er einfach ein richtiges Monster ist und halt, weil er sehr, sehr sympathisch ist. Also sehr, sehr netter Kerl, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr interessant, mir die Videos reinzuziehen. Lange Rede, kein Sinn. Gehen wir mal weiter zum nächsten Channel. Ein ähnlicher Kanal, Kevin Wolter, sollte auch jedem, der sich mit Sport beschäftigt, ein Begriff sein, Kevin Wolter. Was Kevin Wolter für mich auch noch ein bisschen sympathischer macht, im Gegensatz zu Dennis Kohlroos, obwohl er schon mehr sehr sympathisch ist, ist bei Kevin Wolter, also er ist halt kein Strongman, aber er ist ein Bodybuilder, sind halt seine einzelnen Formate, muss ich sagen. Er macht nicht nur Videos, in denen er halt ein bisschen pumpen geht, ein bisschen Musik drunter legt und das war's dann. Er macht auch Interviews, ab und zu auch so Talks,
kleine Vlogs, auch ab und zu Reaction-Sachen, die halt mit Fitness und so zu tun haben. Wie gesagt, die Interviews, die er macht. Ab und zu Vlogs, wo ist sein Vlog, wo ich gesehen habe, hier diese XXL-Vlogs. Oder wo er im Flugzeug, hier genau das Video fand ich auch geil, habe ich auch bis zum Ende geguckt. Warum auch immer, na, die Timelines so behindert sind, scheiß drauf. Auf jeden Fall auch mal persönliche Videos, warum er im Krankenhaus gelegen hat. Haartransplantation war irgendwo. So Videos, wo es auch um Challenges geht mit Michael oder mit Michael Smolik halt. Verschiedene Sachen, ne, wo er auch auf Arnold Schwarzenegger reagiert. Sehr, sehr sympathischer Kanal, habe ich auch schon seit längerem auf dem Schirm. Habe ich aber nie wirklich aktiv abonniert. Aber seit neuestem habe ich ihn abonniert, einfach weil, naja, wenn die Videos schon auf meiner Startseite angezeigt werden, euch die Videos halt auch like und so, muss man sie auch irgendwann mal abonnieren. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ich glaube, damals habe ich den zum ersten Mal bei der Hard Gainer Crew gesehen. Das ist auch so ein Fitnesskanal mit dem Bodybuilder, der Vito heißt. Und am Anfang, so die ersten paar Male, wo ich seine Videos geguckt habe, dachte ich so, jupp, das ist halt einfach ein x-beliebiger Poser, halt einfach, der einfach mit seinem Körper post, der einfach mega arrogant ist und dann auch seine Stimme, also seine Stimme ist auch extrem brutal, also sehr, sehr tief, also für normale Verhältnisse sehr, sehr tief. Und ich fand ihn etwas arrogant, jetzt nicht so arrogant im Sinne von, der ist total eingebildet, sondern eher so, ja, nicht vom Prahlen her, das nicht, aber so ein bisschen so dieses typische Fitnessgehabe, dieses, ich bin breit, ihr seid halt gar nichts so, also nicht, dass er das jetzt gesagt hat, aber er hat so den Eindruck vermittelt so, dass er halt einfach irgendwie etwas Besseres ist. Allerdings war das halt einfach eine Meinung, die ich halt mal hatte. Jeder Mensch ändert seine Meinung. Mittlerweile gucke ich ihn sehr, sehr gern, habe ihn ja tatsächlich abonniert und er ist auch einer meiner Motivationskanäle, immer wieder, wenn ich Sport mache und zum Fitnessstudio gehe und ein paar Übungen mache, also sehr, sehr sympathischer Kanal. Was mir so ein bisschen an dem Kanal fehlt, wobei er hat ja irgendwann mal auch darüber gesprochen, über so ein persönliches Thema, wie er eigentlich zum Sport gekommen ist, dass er halt in seiner Jugend ein bisschen dicker war und so Sachen. Das finde ich dann sehr, sehr interessant. Denn, müsst ihr euch vorstellen, Kanäle, die halt einfach nur Bodybuilding oder Kraftsport zeigen, die sind zwar relativ gut, aber für Leute, die so wie ich sind, also ein bisschen übergewichtiger sind, die einfach vorerst erstmal abnehmen wollen, die brauchen dann auch Kanäle, die halt sich auch damit ein bisschen beschäftigen. Ich meine, ein Bodybuilder, der irgendwann so einen Körper hat, der muss halt dann nicht mehr über das Abnehmen sprechen, sondern einfach nur über den Aufbau, sage ich jetzt einfach mal. Und er macht eigentlich, wie man seine Titel so durchguckt, also wenn man seine Titel durchguckt, macht er kein Clickbait. Seine Thumbnails sind in Ordnung. Manche sind halt ein bisschen überzogen, so was das Thema Brutalität betrifft, so wie das jetzt zum Beispiel. Na, wo haben wir es hier? Zum Beispiel, wenn ihr es gerade seht, ich hoffe, die Maus wird angezeigt, wenn nicht, dann, ne. Also dieses Video hier halt, Überleben im Gym, Kevin Wolter Naturensöhne, keine Ahnung, egal. Das Thumbnail sieht halt ein bisschen krass aus, so, weil es so wirkt, als wäre er klein und eher schmal im Gegensatz zu den Leuten. Aber gut, das ist ja ein Stilmittel, kann man so als Stilmittel durchgehen lassen, ist ja auch total in Ordnung. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Jetzt habe ich mich bei den Sportkanälen wieder sehr, sehr lange aufgehalten. Gehen wir mal zum nächsten Kanal. Der nächste Kanal, boah, wie viele Kanäle haben wir noch vor uns? Wir haben noch einige vor uns, scheiße, das wird mindestens ein Stundenvideo, scheiße. Kommen wir zum nächsten Kanal, Stay ist... Wenn ich alle Kanäle angucke, die ich abonniert habe und auch alle Kanäle, die ich nebenbei mal verfolge, ist Stay. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Stay ist eigentlich so mitunter einer meiner Lieblings-YouTuber-Streamer, denn hier befinden sich auch überwiegend eigentlich Streaming-Ausschnitte, die er selber dann hochlädt. Wenn nicht mein derzeitiger Lieblingskanal. Also eigentlich gucke ich mir gefühlt jedes Video an. Ich weiß nicht, warum diese Timelines so behindert sind. Ich gucke mir die Videos komplett an. Aber gut, ich gucke mir die Videos halt überwiegend auf dem Fernseher an, ne? Das ist wahrscheinlich der Grund, ich weiß nicht. Gut, da kommen halt ab und zu auch Talks, aber das sind auch Livestream-Ausschnitte, soweit ich weiß. Also was heißt soweit ich weiß, eigentlich überwiegend. Macht zwar auch Musik, aber gut, darauf will ich jetzt nicht eingehen, auch wenn die Musik gut ist. Es ist halt so, was macht Stay für mich sympathisch und interessant?
Er hat halt nicht so wie Monte, also Monte ist halt noch ein ganz anderes Pflaster als er, aber Monte hat halt immer so eine Meinung, jupp, das ist meine Meinung, ich bin darin festgefahren und komm klar damit oder lass es. Und Stay ist halt so ein Typ, also ich weiß von gewissen Quellen, dass er früher mal anders war, aber Stay ist so ein Typ, ja, er kann halt seine Meinung auch mal ändern. So, er ist auch mal offen darin, die Sachen neutral zu sehen. Und das merkt man immer wieder, dass er halt einfach extrem reif und wortgewandt wirkt. Er sagt nicht Dinge wie, ja, Leon Mascher ist ein Assi-YouTuber und ja, soll er sich löschen, Punkt aus Ende. Nein, er kann auch mal was Positives über die Leute sagen. Auch wenn sie halt Dreck am Stecken haben, wenn man das so sagen kann. Stay ist ein sehr, sehr sympathischer Streamer. Verfolge ich auch immer wieder, wenn er streamt auf Twitch, verfolge ich ihn sehr, sehr aktiv. Und ansonsten lasse ich gerne Kommentare und Likes da. Ist ja klar, das ist das Mindeste, was du für einen YouTuber oder Streamer machen kannst, eben, dass du ihn ein bisschen verfolgst und ein bisschen supportest mit kostenlosen Varianten. Wie gesagt, was ihn für mich sympathisch macht, ist seine Wortgewandtheit, dass er einfach auf die Dinge neutral und sachlich eingeht, dass er aber auch sehr kritisch sein kann und dass er halt einfach seine Meinung rausposaunt, wo du dir denkst, wow. Ich habe Stay nicht erst seit der Madeira-Sache, also seit diesem Madeira-Gate, wie er es so schön sagt, auf dem Schirm. Sein erstes Video, was ich gesehen habe, war irgendwas über GTA Roleplay. Dann habe ich ihn so ein bisschen als weird empfunden so und irgendwann später habe ich ihn halt wieder verfolgt durch die ganzen Talks mit Monte. Sehr, sehr sympathisches Kerlchen, mag ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wenn nicht der Lieblingskanal schlechthin, meiner Meinung nach, also von mir jedenfalls. Stay. Ja, kommen wir zum nächsten Kanal. Und das ist, glaube ich, einer von drei Meinungsbloggern, die ich verfolge. Alpha Kevin habe ich auch schon seit längerem auf dem Schirm. Gucke ich auch eigentlich jedes Video an. Jeder, der KuchenTV kennt, wird auch wahrscheinlich Alpha Kevin kennen. Das ist halt mitunter so eine Bubble, ist ja auch nicht schlimm. Was Alpha Kevin für mich zu den Top-Meinungsbloggern Deutschland macht, ist erstens, er kommt halt viel persönlicher rüber. Er bringt die Sachen nicht so rüber im Sinne von, jo, das ist Einführung, das ist der Hauptteil, das ist das Ende, das ist mein Fazit. KuchenTV macht sowas manchmal. Ich meine, KuchenTV hat halt einfach ein gewisses Stilmittel. Nicht, dass ich jetzt sage, ich hate KuchenTV, ich finde KuchenTV auch interessant. Habe ich zwar nicht unter meinen Abos, aber unter meinen Kanälen, die ich halt nebenbei mal verfolge. Das Problem ist, also ich habe kein Problem mit KuchenTV. Das Ding ist aber, warum ich einen Alpha Kevin halt einfach intensiver gucke als einen KuchenTV, ist einfach, ich weiß nicht, bei Alpha Kevin kommt es mir so vor, er macht die Videos so und er erzählt dann so ein bisschen über seine Meinung, bringt die Sachen ein bisschen kritisch rüber, versucht aber auch so ein bisschen sachlich zu bleiben. So, nicht, dass KuchenTV jetzt nicht sachlich ist, aber bei KuchenTV kommt es mir manchmal so vor, er bringt halt so eine gewisse Arroganz rüber, die halt, versteht ihr, was ich meine? Es gibt Menschen, die bringen eine gewisse Arroganz rüber, die total sympathisch ist. Und bei KuchenTV, ist halt nur meine eigene Meinung, ist ja auch kein Hate, ist halt nur eine Meinung. Bei KuchenTV kommt es mir manchmal so vor, dass er halt gewisse Dinge sagt, die halt, ja, so ein bisschen arschlochmäßig rüberkommen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja? Auf jeden Fall ist Alpha Kevin und auch Just Nero, zu dem kommen wir auch nachher nochmal, das sind so meine zwei Lieblingsmeinungsblogger eigentlich in der deutschen Szene, weswegen ich sie auch abonniert habe und ja, weil ich die Videos halt auch regelmäßig gucke. Auf jeden Fall, Alpha Kevin ist sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr interessant. Seine Witze am Anfang, seine Flachwitze, die geben halt dem Video so einen speziellen Stil. Sag ich mal auch, wenn die Witze halt total unlustig sind, aber das ist ja gerade das Lustige daran, weil er das so rüberbringt wie, ja, keine Ahnung, beispielsweise so ein Witz wie, wie nennt man einen geschrumpften Bizeps? Oberarm. Und dann guckt er so, als wäre er total verwirrt, als wäre der Witz total cringe gewesen, so, und dann läuft er halt aus dem Bild so und dann kommt halt das Video, finde ich sehr, sehr sympathisch, tatsächlich. Seine Videothemen sind auch gut. Was mir so ein bisschen bei anderen Meinungsbloggern fehlt, ist, dass sie so ein bisschen auf allgemeinere Sachen eingehen. Hier dieses Willi Wills Wissen-Thematik-Ding, wo dieser Hate kam von diesem Manulsen und so, oder Montes Widersprüche, was gibt's hier noch? Gut, Tierquäler-Videos, verschiedene Sachen halt einfach. Das macht für mich persönlich ihn sehr, sehr, ja, eigenartig. Nee, eigenartig ist ein schlechtes Wort. Besonders halt. Wisst ihr, was ich meine? Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Alpha Kevin auf jeden Fall. Sehr, sehr sympathisch, kann ich mir sehr gut geben, vor allem mit seinem Akzent. Der typische Klaus-Akzent von Family Guy? Nee, von Family Guy war es nicht. Doch, von Family Guy. Von Family Guy? Nee. Bin ich jetzt dumm? Nee, das war von American Dad. Mann, bin ich ihm behindert. Egal, scheiß drauf. Gehen wir einfach mal weiter. Also dieser
Ich finde den Akzent mega geil, also seine Videos sind top. Gehen wir weiter zum nächsten Kanal und ich habe mich gefreut, diesen Kanal kurz anzusprechen. Ja, der gute CPP. Jeder, der sich mit CPPs auskennt, also mit Creepypastas, ja, mit CPP, man kennt ihn, mit CPs auskennt, also Creepypastas, der weiß, welcher Dude dieser nette Kerl ist. Creepypasta Punch. Ich bin jetzt im Verlauf dieses Videos 25, werde dieses Jahr 26. Heißt nicht, dass man in dem Alter keinen Gruselfaktor spüren darf oder so. Aber sagen wir es mal so. Creepypasta Punch ist mit seinen Themen und mit seiner Stimme, mit der Art und Weise, wie er es rüberbringt. Also diese Artikulation, sein Voice-Over, die Musik, die im Hintergrund immer abgespielt wird. Ja, wie soll ich sagen? CPP, Junge, Creepypasta Punch, Punchy, ist ein YouTuber. Er könnte mir in einem Video erzählen, wie er gekackt hat und das, naja, das Ausgeschiedene sich zu einem Alien verwandelt hat und der Alien wird dann irgendwie zu einem Kannibalen, der die Welt erobert und die Menschen frisst. Also er könnte mir jede weirde Story, die es gibt, erzählen. Ich würde ihm das Ganze nicht nur von der Stimme her abkaufen. Ich würde mir auch in die Hosen scheißen, sagen wir es mal so. Normalerweise bin ich ein Mensch, der sich nicht so schnell gruselt vor irgendwas. Auch Horrorfilme nehme ich eigentlich gar nicht so wahr im Sinne von, oh krass, überall Gruseleffekte. Sondern eher ein bisschen anders nehme ich die Sachen wahr, eher inhaltlich. Also diese ganzen Jumpscare-Horror-Videos, Filme, Serien sind meiner Meinung nach, also für mich nicht interessant, sondern eher so Sachen wie Insidious, wo es halt auch eine Hintergrundstory gibt. Das macht das Ganze für mich interessant und gruselig. Und seine Videos sind, auch wenn ich nicht alle verfolge, sind die meisten Videos richtig gut interessant gezeigt. Vor allem, wenn er mal ein Video macht, was halt nur eine Theorie ist, beispielsweise, ja, das und das ist passiert, sind da Geister am Werk oder sind da übernatürliche Dinge am Werk oder irgendwas, sagt er dann spätestens am Ende des Videos, ja, ich persönlich glaube jetzt nicht daran, denn wenn man das Ganze so und so betrachtet, naja, kommt es einem richtig dumm vor. Denn es gibt genug YouTuber da draußen, die halt sich mit Grusel-Content befassen, hat fast die Millionen geknackt, sei es ihm gegönnt an dieser Stelle. Es gibt genug Horror-YouTuber da draußen, die halt einfach irgendeinen Quatsch labern, von wegen, ja, das ist auf jeden Fall wahr und was haltet ihr davon? Oh, schreibt es in die Kommentare, das ist alles Real Talk, das ist alles, ne, muss man für bare Münze halten, bla bla bla. Und er ist halt so ein Mensch, spätestens am Ende des Videos bei einem cringy Thema sagt er, ja, ich persönlich glaube eigentlich gar nicht so dran, man kann sich ja seine eigenen Gedanken drüber machen. Finde ich sehr, sehr gut, dass er da so transparent bleibt und nicht irgendwie, ne. Er macht eigentlich, ich glaube, das hat er früher anders gemacht, aber er hat, was die Titel betrifft, macht er gar nicht mehr so viel Clickbait. Gut, diese Pfeile und alles, das kann man jetzt sehen, wie man will, finde ich jetzt nicht so schlimm eigentlich. Und die Titel sind eigentlich auch ganz normal gestaltet, finde ich. Und ein sehr, sehr netter Kanal, wer auf Horror-Content steht, sollte hier auf jeden Fall mal vorbeigucken. Das Einzige, was ich von ihm gar nicht so verfolge, sind, ja, diese originalen Creepypastas, wo er halt einfach diese Horrorgeschichten vertont. Ich verfolge privat eigentlich so gar keine Creepypastas, da ich das nie wirklich so richtig fühle, wie es gemeint ist. Also ich bin halt generell nicht so ein Typ, der sich gruselt oder einscheißt. Wenn ich mir irgendwelche Vertonungen anhöre, dann meist wegen der Stimme und wie die Geschichte vertont ist, aber nicht wegen dem Gruselfaktor. Ist kein Hate an dieser Stelle. Die meisten Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Aber eher auf jeden Fall mit seinen ganzen Theorievideos, die Mysterien, Experimente, bla bla bla. Mega interessant, geiler Typ. Immer wenn ich seine Stimme höre, habe ich so das Gefühl, jo, irgendwas Übernatürliches befindet sich hier in meiner Wohnung. Aber never mind. Gehen wir mal zum nächsten Kanal. Ich weiß schon, dieses Video geht sehr lange. Eine halbe Stunde gelabert und wir sind gerade mal zur Hälfte durch, noch nicht mal. Nächster Kanal ist von Funk. Ich habe einige Kanäle abonniert, die von Funk sind. Dieser Kanal ist mitunter auf ganz YouTube, meiner Meinung nach, oder von den Kanälen, die ich halt verfolge, sagen wir es mal so, ich kenne nicht alle Kanäle auf YouTube, aber dieser Kanal Simplicissimus ist, was Animation, Videobearbeitung, Aufmachung der Videos, alles was mit Schnitt und Nachbearbeitung, ne, alles was damit halt zu tun hat, ist dieser Kanal mitunter wahrscheinlich einer der besten Kanäle, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die Aufmachung, die Art und Weise, wie sie alles in einem Video verarbeiten, ist Wahnsinn. Die Thumbnails sind auch in Ordnung. Hat einen Wiedererkennungswert, meiner Meinung nach. Und was diesen Kanal für mich so interessant macht, beziehungsweise so besonders macht, im Gegensatz zu anderen Kanälen, die ich abonniert habe, die befassen sich sachlich mit Themen.
Es sind nicht nur Themen im Sinne von, ja, die und jene Sachen sind scheiße und bla bla bla. Es sind halt auch Themen, die aktuell sind. Dinge wie, ne, Videos über Elon Musk, Veganer gegen Fleischkonsumenten, wirtschaftliche Dinge, Dinge, die ein bisschen mysteriös klingen. Hier mal ein sehr, sehr gutes Video, was ich gesehen habe. Kriminalität auf der Welt, wie gesagt, Wirtschaft sehr viel. Auch mal so Videos, wo sie dann mal Sachen thematisieren, was Firmen betrifft. Hacker, hier, warum Musik immer trauriger wird, fand ich sehr interessant, das Video. Was soll ich dazu sagen? TikTok-Sachen, Stern-TV, Exposed-Videos, Simplicissimus, sehr, sehr geiler Kanal, kann ich nur eben empfehlen, der auf kritische Videos steht. Sehr geil gemacht, vor allem das Video fand ich sowas von gut. Wirklich, wo es da um den Jungen hier geht, um den Herkules, wie er sich nennt. Finde ich sehr, sehr gut, das Video sehr passend, sehr gut gemacht. Gehen wir mal weiter auf den nächsten Funk-Kanal, und zwar ist das von Franziska Schreiber. Sie habe ich erst seit ein paar Wochen auf dem Schirm, und da, wo ich sie für mich entdeckt habe, durch Mr. Wissen to Go, den habe ich natürlich auch abonniert, lul, man kennt's. Als ich ihren Kanal entdeckt habe, dachte ich so, jo, guckst du einfach mal ein paar Videos an. Und ich dachte mir so, wow, einfach wow. Eine richtig sympathische Frau, die halt einfach nicht sich so verhält im Sinne von, jo, ich muss mich so und so geben, dass die Leute mich als Frau wahrnehmen und auch als Frau feiern. Einfach eine Person, die ihren Job erstens von der Stimme her sehr, sehr gut macht, von den Videos her sowieso. Ist man von Funkkanälen meist nicht anders gewohnt. Was sie aber für mich persönlich interessant macht, sie spricht auch Themen an, die kontrovers sind. Dafür bekommt sie halt öfters mal viele Dislikes. Ja? Oder Videos wie über die AfD. Sie hat auch mal Videos gemacht, wo die AfD nicht ganz so in einem schlechten Licht dargestellt hat. Und die meisten Kanäle sind einfach nur aus dem Grund, weil sie Angst davor haben, dass es Leuten nicht schmeckt, immer wieder prinzipiell dabei, oh, AfD, scheiße, das muss ich auch in meinen Videos halt offenbaren, weil ansonsten wird man mich hassen. Und sie thematisiert viele Dinge auch mit der AfD etwas sachlicher, wo man auch sagen kann, gut, okay, das kann man so von beiden Seiten sehen, okay. Und was mir an ihrem Kanal sehr gut gefällt, ist halt zum einen der politische Content, mag ich sehr, sehr gerne, aber halt auch, dass sie halt Dinge sagt wie, ja, wo war's denn? Ach, wo war's denn? Ja, wie gesagt, die AfD-Videos, die ich ganz gut finde, Videos über, guck mal, Männer werden, ne, bla bla bla, Tabuthemen, dass sie halt vom Osten kommt, dies, das, Feminismus war ich sehr geil, fand das Video, habe ich so gefeiert, das habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal angeguckt, da reagiert sie halt auf feministische Aussagen, die halt manchmal ein bisschen kritisch sind, finde ich sehr, sehr geil, sehr sympathischer Kanal, sehr nette Dame, verfolge ich sehr, sehr gerne, ja, warum hier, naja, Timeline wieder spinnt, naja, sei es drum. Nächster Kanal, Mr. Wissen to Go, mitunter einer der sympathischsten Kanäle, auch die ich abonniert habe. Mr. Wissen to Go ist halt für seine, jedenfalls auf diesem Kanal, für seine politischen Videos bekannt. Hat auch einen Geschichtskanal, den ich mir auch ab und zu angucke, aber nicht ganz so aktiv eigentlich. Politik, wer man hier sieht, hier stimmt die Timeline ausnahmsweise mal. Ich befasse mich momentan nur im Hintergrund mit Politik. Es gibt Wochen und Monate, da mache ich es öfters und intensiver, aber momentan durch diese ganze Corona-Sache hängt mir diese ganze Politik Kacke, kann man sagen, so ein bisschen aus dem Halse heraus. Jeder, der mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich mich eigentlich sehr für Politik interessiere, jedenfalls momentan, aber momentan kann ich mir die politischen Videos so gar nicht geben. Hin und wieder, wenn ich mal meine Abo-Box durchchecke und sehe, oh, da habe ich noch 3, 4 Videos zu gucken, dann gucke ich die meist. Und like sie halt dann auch und schreib ab und zu einen Kommentar, wenn ich denke, ich muss es tun. Ja, was soll ich dazu sagen halt, ne? Mr. Wissen to Go, es sollte eben ein Begriff sein, der sich mit Politik auseinandersetzt. Sehr sympathischer Kanal. Was ich bei ihm, also abgesehen von den politischen Videos und die wirtschaftlichen Videos, so geil finde, ist die Playlist Exclusives. Also hier Mr. Wissen to Go Exclusive Reportagen und Dokus. Da ist er meist vor Ort für Dokumentationen, also Dokumentation, halt Interviews, macht Dokus daraus, thematisiert richtig krasse Sachen. Letztens erst war er, na, wo ist es denn, wenn es das letzte Exclusive-Video von ihm gewesen ist, wo war es denn? Ich glaube, das war sowieso das, oder? Da war er auf jeden Fall bei dem Unterstupf von einem Stasi-Dingensen, was halt damals sehr, sehr, ja, sehr interessant war, das Thema. Ich würde es gerne reingucken, dass ich es halt genauer weiß. Auf jeden Fall ist er halt meist vor Ort und thematisiert Sachen, auch so Videos von wegen, ja, warum die Bildung momentan halt einfach abkackt, warum das Schulsystem so ein bisschen, ne, kritisierbar ist momentan. Sehr, sehr interessanter Kanal.
Ich muss mal ganz kurz, ich hoffe, es ändert sich jetzt nicht, mal ganz kurz eine Playlist von vorne abspielen, eine Musikplaylist für mich persönlich, dass ich mal ein bisschen was im Hintergrund habe. Auf jeden Fall Mr. Wissen to Go. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Auch seine Tweets sind sehr sympathisch. Mirko, der Gute. Man merkt halt einfach, dass er sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Auch seine Analysevideos sind sehr interessant. Kommen wir zum nächsten Funkkanal. Na, also Mirko ist auch ein Funkkanal, beziehungsweise Teil des Funknetzwerkes. Ja, kommen wir zu diesem Kanal. Dinger erklärt, kurz gesagt. Ich muss sagen, von den ganzen Stimmen, die ich so verfolge, ist seine Stimme, ich wusste seinen Namen mal, Shame on me, ist seine Stimme einer der beruhigendsten Stimmen, die ich überhaupt kenne von YouTube. Ja, kurz gesagt, ist halt auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Funkkanal, habe ich ja schon gesagt, gehört zum Funknetzwerk. Was diesen Kanal für mich interessant macht, also es geht hier um Atomangriffe, Aliens, Bomben, um Naturkatastrophen teilweise, um Fleischkonsum, der Coronavirus, um Ressourcen, also um diese grundlegenden Ressourcen der Welt, um Egoismus. Manchmal gibt es auch, na, wo ist es, um philosophische Videos, so ein bisschen schwarze Löcher, Weltall, ne, Viren, Bakterien, Tiefsee, oh, geiles Video, das habe ich sehr gefeiert, das Video hier, weil ich mich sehr für die Tiefsee interessiere. Ab und zu mal so kleine Videos, die auch was mit Wirtschaft zu tun hat. Plastikvideos, das Thema Biologie, also was Thema Altern betrifft. Einsamkeit, boah, das war mitunter das beste Video, was ich je überhaupt von diesem Kanal gesehen habe. Weil Einsamkeit, da thematisiert der Kanal wirklich, wie es ist, dass wir Menschen immer einsamer werden. Immer mehr so in den Hintergrund drücken, weil wir halt immer mehr luxuriöse Probleme haben, einsame werden, der ganze Scheiß, was Handy betrifft, zukunftsmäßiges, Technik, dass wir uns immer wieder zurückziehen, einsamer werden, ne? Ja, Süchte, gut, Cannabis wurde mal thematisiert, sehr viele philosophische Fragen auch, sehr, sehr interessanter Kanal, die Animation ist sehr, sehr witzig gestaltet, finde ich sehr, sehr toll, kann man jetzt nichts Böses drüber sagen. Sehr geile Animation, immer mega geil gemacht, verdient die 1 Million Abonnenten und vor allem der Sprecher ist eine 1 plus mit Sternchen, wenn man seine Stimme betrachtet. Müsst ihr mal nachgucken. Nächster Kanal. Ich hoffe wirklich, dass diese Reihenfolge bleibt, denn gestern, als ich das kurz ein bisschen durchgegangen bin, hat sich die Reihenfolge zwischenzeitlich geändert, was ich kacke fand. Nächster Kanal ist Just Nero. Und Just Nero ist neben, wo ist er? Alpha Kevin. Der zweite Meinungsblogger-Kanal, den ich sehr, sehr gerne verfolge. Was Just Nero für mich sympathisch macht von den Kanälen, die ich gucke, ist, dass er auch mal über Themen spricht, die halt einfach so ein bisschen, naja, dieses andere Cringe-Level sind. Wisst ihr, was ich meine? Diese ganzen Tierquäler-Videos und in Videos Tiere lebendig quälen und essen. Das sind halt Videos so, die zwar nicht schön anzuschauen sind, aber das gehört nun mal dazu, dass man halt auch mal Videos macht über Themen, die einem unangenehm sind. Ja, was soll ich dazu sagen? Er macht halt nicht nur diese Videos von wegen, ja, heute wird ein Kanal geraped, also kanalzerstörungsmäßig, sondern halt auch zwischendurch auch mal Talks, die halt einfach sehr, sehr allgemein kritisch sind. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur irgendwie, oh, der YouTuber ist böse, der YouTuber auch, der YouTuber macht Clickbait, sondern einfach mal allgemeinere Sachen, was ich sehr, sehr interessant finde. Verfolge ich jetzt zwar nicht so aktiv wie Alpha Kevin, aber doch schon so. Also die meisten Videos von ihm habe ich geguckt, auch wenn die Timeline mal wieder rumspinnt, wie immer. Nevermind. Das einzige Video, was ich gar nicht gefühlt habe, wo ich mir dachte, wow, scheiße, war halt das Video hier, wo er halt dann auch mit unter Commander Krieger hier, ne, 3 YouTuber, die ihren eigenen Kanal zerstört haben, finde ich Commander Krieger jetzt nicht so, dass er dazugehört. Aber gut, das ist meine eigene Meinung, so, sei es drum, ich bin eher ein Commander Krieger-Sympathisant. Weil ich seine Talks abgrundtief geil finde und weil dieses ganze Nostalgie-mäßige, ne, weil ich das halt abfeier. Aber gut, sei es drum, jeder hat eine andere Meinung. Ich finde Just Nero trotzdem sehr, sehr sympathisch von seinen ganzen Videos, die er macht. Kommen wir zum nächsten Kanal. Wir neigen uns hoffentlich bald dem Ende zu. Ich hoffe, dass ich dieses Video hier unter einer Stunde packe, was ich aber nicht glaube, aber es ist halt ein XXL-Talk. Ne? Kommen wir zum nächsten Kanal. Wie gesagt, Ultralativ. Ultralativ. Gut, Ultralativ. Was ist Ultralativ für ein Kanal? Ultralativ gehört zu einer Bubble, die ich eine Zeit lang gemieden habe, da es da sehr oft und sehr intensiv um
Monte ging, also die haben halt Monte so ein bisschen in schlechtes Licht gerückt, beziehungsweise ihn halt mehrmals kritisiert, auch auf eine ganz komische Art und Weise. Ist ja jetzt nicht tragisch. Auf jeden Fall, was macht Ultranativ für mich so interessant? Ultranativ ist ein Kanal, der sich, ich würde sagen, das sind Meinungsblogs, es sind halt eher weniger die eigene Meinung, mehr so eine allgemeinere Meinung, die sich halt überwiegend um YouTube dreht. Product Placements, hier PR-Aktionen, Medien generell, TikTok, ab und zu Sachen wie Zensur, Artikel 13 oder Artikel 13 war es jetzt nicht, aber hier war Artikel 13, die haben es auch mal ein bisschen thematisiert. Ja, alles mögliche, Medienwelt, also die Medienlandschaft, Bots, gibt so viele Videos, wo sie halt auch YouTuber kritisiert haben, Thumbnails der Woche, wo die habe ich richtig gefeiert, also diese Formate hier, Thumbnails der Woche oder mal, weiß ich nicht. Dadurch bin ich auch damals zu Simplicissimus gekommen, tatsächlich vor 2 Jahren. Fand ich sehr, sehr gut diesen Kanal, also was heißt fand ich, finde ich noch immer. Ihr könnt euch noch erinnern an das Format Liebesbriefe oder MTs Liebesbriefe. Dieses Format habe ich mittlerweile so ein bisschen pausiert. Hab's auch auf privat gestellt, da es für mich einen anderen Aspekt hatte. Also ich hatte halt einen ganz eigenen Aspekt. Ich habe mich damals, ich glaube, ich habe es sogar erwähnt im ersten Liebesbrief-Video, dass ich da ein bisschen inspiriert wurde von diesen Liebesbriefen. Und was diesen Kanal für mich sehr interessant macht, ist nicht nur die Art und Weise, wie sie artikulieren oder auch, wie bei Simplicissimus, die Art und Weise, wie sie ihre Videos gestalten, was mega geil ist, sondern auch so die Thumbnails. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich hatte vor gut 2 Jahren mal einen Thumbnail-Stil, der sich heute nach wie vor noch ein bisschen minimal durchzieht auf meinem Kanal. Und zwar ist es so ein Stil wie hier. Ein bisschen Schreibschrift, ein bisschen Druckschrift. Ganz ein bisschen vermischt, so ein bisschen dieses Retro-Look-mäßige. Finde ich sehr, sehr geil. Also vom Thumbnail-Stil her ist, glaube ich, Ultranativ. Eigentlich so mitunter der Kanal, wo ich sage, die haben die besten Thumbnails. Gut, so Thumbnails ist halt Geschmackssache so. Aber man hat den Eindruck, es hat halt diesen Wiedererkennungswert. Und vor allem der Thumbnails, wie sie früher waren, habe ich sie halt sehr gefeiert. Ein bisschen Schreibschrift, ein bisschen Druckschrift, boah, mega geil. Vor allem Thumbnails der Woche fand ich auch richtig gut. Sehr, sehr geiler Kanal. Auch die Art und Weise, wie sie die Videos machen. Wie gesagt, dieser Retro-Look. Der Jazz im Hintergrund, hammermäßig. Ich habe mir so viel von diesem Kanal abgeguckt. Oder habe mich inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Geiler Kanal. Finde ich sehr, sehr gut. Kommen wir mal zum nächsten Kanal. Also Ultranativ war damals, glaube ich, mein Lieblingskanal. Es war 2017, 2018 auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Kanal, das ist der dritte Meinungsblogger, wobei ich ihn nicht Meinungsblogger nennen würde, eher so, ja, also er macht keine Meinungsblogs, in denen er halt die Leute halt auseinander nimmt, sondern eher, er thematisiert es ein bisschen mit ein bisschen Witz, hat so seinen eigenen Stil, was Thumbnails betrifft und auch, also die Art und Weise, wie er sich artikuliert und bla bla bla. Was ihn für mich sehr sympathisch oder, wie soll ich sagen, eigenartig ist immer das falsche Wort. Mann, wie heißt es denn? So speziell, besonders macht, scheiße, irgendwas mit eigen oder artig. So, wisst ihr, was ich meine? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Scheißegal. Was ihn für mich halt auf jeden Fall so besonders macht, ist egal, ist ja auch ein nettes Wort, besonders, ist halt einfach, dass er die Sachen mit Witz und Humor rüberbringt. Und ich glaube, er ist einer der ersten Kanäle seit meiner YouTube-Laufbahn. Scheiße. Je länger das Video geht, desto mehr Sprachfehler habe ich drin, aber das lasse ich einfach mal drin, because I am sympathisch und so weiter. Ich bin halt real geblieben. Nee, ich habe einfach keinen Bock zu schneiden. Ist einfach Fakt. Vor allem bei so einem Video nicht. Egal. Was diesen Kanal halt für mich sehr sympathisch macht, ist halt einfach, wie gesagt, die Aufmachung. Und ich glaube, das war der erste Kanal von meiner ganzen Laufbahn, wo ich mir alle Videos in einer Nacht angeguckt habe. Vor allem, da sie so kurz sind, kann man die sich relativ schnell reinziehen. Und warum hier die Timeline mal wieder ist halt einfach whatever. Ja, was soll ich dazu sagen? Ob das jetzt daran liegt, dass ich die meisten Videos auf meiner Konsole angucke, weiß ich jetzt nicht. Auf meiner Konsole gucke ich das halt auch mit meinem Kanal und like die und lauter so Sachen, aber naja. Die Timelines könnten sie ruhig mal ein bisschen ändern, aber was soll's, scheiß drauf. Ich sag immer wieder scheiß drauf, aber erwähnt es immer wieder, ich weiß. Egal. Auf jeden Fall
sehr, sehr geiler Kanal. Ich würde ihn nicht als Meinungsblogger bezeichnen, aber schon geht schon so ein bisschen in die Richtung. Wenn auch mit mehr Witz und Humor als bei den anderen. Kann man sich gut geben. Nächster Kanal, wir neigen uns zum Ende zu. What the fuck? 50 Minuten gelabert. Was ist da los? Nächster Kanal ist MyLab. MyLab ist... Also sollte ich bei den ganzen weiblichen Kanälen, die ich hier erwähnt habe, ich glaube... Warte mal, wie viele weibliche Kanäle habe ich abonniert? 1, 2, 3, 4? Ich glaube 4. Nur 4 Stück von 23? Lol, okay. Nicht, dass man jetzt mir angreidet, yo, du bist sexistisch oder so, nur weil ich da auch mal was aufs Äußere sage. Mai ist auch sehr, sehr sympathischer, offener, kritischer Mensch. Und sie ist auch ganz nett anzuschauen. Es klingt immer total behindert, ne? Also jetzt nicht irgendwas Falsches denken. Sie ist halt eine sehr, sehr hübsche Frau. Ich meine, ja, selbst wenn sie nicht hübsch wäre, würde ich sie sympathisch finden. Darum geht's ja nicht. Aber wenn ich sie beschreiben müsste, sie ist eine sehr, sehr intelligente, vor allem sehr selbstständige, bodenständige, hübsche, ja, sympathische Frau, dessen Videos ich mir sehr, sehr gerne reinziehe. Ich glaube, diesen Kanal habe ich schon so vielen Leuten empfohlen von meinem privaten Umkreis. MyLab ist, also Mai ist eine Chemikerin, die sehr oft Videos macht, nicht nur über Themen, die mit Chemie zusammenhängen, sondern auch mal was über, ja, was für ein Thema hat sie so hypen lassen. Ich glaube mitunter in den letzten paar Monaten war dieses Corona-Video, wo sie halt über Corona geredet hat, wie lange das gehen kann und so weiter. Ja, wenn man sich die Titel so anguckt, Corona, genau, das war das Video, was so gehypt ist. Ultra geil. Vor allem, ich habe es nicht ganz gesehen. Ja, wahrscheinlich. Depression, Bildzeitung. Gut, ab und zu mal auch so Sachen, ne, so privatere Sachen mit einem Baby, wo sie da bekommen hat, wo sie dann schwanger war. Placebo-Effekt. Wissenschaftlich geprüft Videos. Spielsucht hat sie mal thematisiert. Klimawandel. Das Thema Alkohol, Vitamine, Tabletten, Faktenchecks, das Video fand ich mega geil, also so erkennt man Soziopathen, ich hoffe man sieht die Maus, goddammit, ich hoffe einfach mal, auf jeden Fall, so erkennt man Soziopathen, das war ein sehr, sehr geiles Video. Was ich noch gut fand, war das Video über ASMR, was sie gemacht hat, ich finde es gerade jetzt nicht. Was hat sie durchgemacht, was ich gut fand? Wie gesagt, die Klimawandel-Videos waren auch richtig gut. Es hat mal irgendwann ein Video gemacht. Ja, hier ist das ASMR-Video, man kennt's. Irgendwo war ein Video, wo sie mal über Games geredet hat. Also sowas wie, ja, machen Games Gamer zu einem Amokläufer, bla bla bla. Da hat sie das Ganze auch sehr, 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 sehr sympathisch thematisiert. Ja, was soll ich dazu sagen? Wer halt auf Chemie steht und halt auch mal auf kritische Sachen, die was mit Wissenschaft zu tun haben, ja, kann gerne mal vorbeigucken. Sehr, sehr geiler Kanal. Vor allem auch wieder ein Funk-Teil. Ich mag die Funk-Kanäle unheimlich eigentlich. Viele sagen immer, ja, Funk und so ist total Schmutz. Aber ja, finde ich jetzt gar nicht. Sehr, sehr geiler Kanal. Finde ich sehr, sehr interessant. Sie setzt sich als Frau so krass gut durch. Ich glaube, ich habe ein Video von ihr gesehen, wo sie bei diesem Markus Lanz war mit 3, 4 verschiedenen Typen. Und die haben die ganze Zeit versucht, irgendwas zu labern, was Corona betrifft, und haben halt gegen sie geredet oder das versucht zusammen, und sie hat sich immer wieder dagegen gewehrt und immer wieder ihre Meinung gesagt und hat sich durchgesetzt, und ich dachte mir nur so, wow, was für eine Powerfrau, wirklich, was für eine richtige Powerfrau. Geiler Kanal, sehr interessant, gucke ich mir sehr gerne an. Kommen wir zum nächsten Kanal, ich hoffe wirklich, dass diese Reihenfolge so bleibt, denn wir sind ja schon fast am Ende. Nächster Kanal ist ein Kanal, den ich privat verfolge. Grüße gehen raus an den guten Sascha. Lautfunk ist ein Kanal vom guten Sascha, den ich mir sehr, sehr gerne reinziehe. Ich glaube, es gibt kein Video von ihm, was ich nicht geguckt habe. Timeline ist mal wieder on point, wie immer. Also die meisten Videos von ihm, also was heißt die meisten, eigentlich alle Videos, gucke ich mir immer wieder an. Nicht, weil ich ihn privat kenne und auch privat mag, sondern wer halt, ja, er macht halt einfach den Content, den ich auch mache. Zwar überwiegend Thementalks, aber er spricht über Themen, quatscht halt so 10, 15, 20 Minuten vor sich her. Das kann man sich eigentlich richtig gut geben. Wenn er mir mal eine Memo macht, da hatte ich auch letztens erst mit einem Kollegen eine Diskussion, oder was heißt eine Diskussion, eher so ein Gespräch von wegen, ja, Leute, die halt so lange Memos verschicken, die kann man nicht ernst nehmen, wo ich mir so gedacht habe, Alter, es gibt so viele Leute, die ich privat sehr, sehr mag, und da kommt öfters mal eine 20, 30 Minuten Memo, da hört man sich die an und gibt da seine Meinung dazu ab und macht eine Memo, die mindestens genauso lang ist.
Und so Kontakte habe ich zwar nicht oft, aber wenn, dann schätze ich diese Kontakte, weil man sich mit diesen Menschen sehr, sehr gut austauschen kann. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt Freunde, die ich habe, die ich auch sehr, sehr mag. Mit denen kann man aber über kein Thema so richtig quatschen. Du sagst so zu denen, yo, ich bin depressiv, ich fühle mich nicht gut. Dann heißt das, ja, geh mehr raus, mach mehr Sport. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind so Leute, die gucken halt nicht über den Tellerrand, finde ich. Das macht sie nicht zu Idioten, aber das macht sie halt zu Freunden, mit denen ich halt dann über andere Sachen rede, die so ein bisschen leichter Content sind. Weißt du, diese leichte Kost. Lautfunk ist aber ein Mensch, mit dem kann man sich über alle möglichen Themen unterhalten. Sehr interessante Videos. Von ihm habe ich mir auch mal das ein oder andere Mal ein paar Themen abgeguckt, mich inspirieren lassen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Mitunter wahrscheinlich neben Stay natürlich einer meiner Lieblingskanäle auf YouTube, dessen Content ich natürlich wärmstens empfehlen kann. Wenn es nach mir ginge, würde ich natürlich jedes Video von ihm auf meiner Community-Tab-Timeline posten oder in meinem Community-Tab-Feed, whatever. Aber gut. Der Tab soll ja nicht dafür da sein, dass man halt durchgehend Werbung macht für andere Kanäle, sondern halt auch Infos raushaut und so. Und abgesehen davon lösche ich sowieso viele Beiträge immer mal wieder, weil ich ein bisschen säubere und so. Naja, kennt man. Auf jeden Fall sehr, sehr geiler Kanal. Wenn ihr mich verfolgt und mich geil findet, verfolgt ihn. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, ich habe auch die Glocke aktiviert, oder? Ja, habe ich. Einer der wenigen Kanäle, wo ich die Glocke abonniere. Die Glocke aktiviere, lul. Sollte so langsam aufhören, egal, Sprachfehler vor vorhin. Wir sind fast bei einer Stunde. Kommen wir zum nächsten Kanal. Bitte bleib einfach so. Der nächste Kanal ist wieder mal ein Kanal von Funk. Was diesen Kanal hier für mich interessant macht, also es geht hier um, kann man Dokumentation sagen, zum Teil, ne? Persönliche Dokumentationen, wo es auch um viele Themen geht, wie Pflegefall, Mord, Sexpuppen, das Video fand ich sehr interessant. Also auch Themen, wo man sagen würde als normaler Mensch, boah, das ist ein Tabuthema, nee, puh, das ist so cringe, darüber will ich nicht reden, lass mal gut sein. Finde ich sehr geil, offene Beziehungen, Leute mit einer Immunkrankheit, Samenspender, Prostitution, Age Gap, also dieses Altersunterschiedsding, Teenie-Mütter, wenn man obdachlos ist, Millionär zu sein, Autistin fand ich auch sehr geil, das Video. Das ist ein Video, da habe ich mich auch inspirieren von lassen, von Online, man kennt ihn, Online Freunde finden, geht das? Da habe ich auch mal ein Video gemacht von wegen, was war das für ein Video, von wegen, wenn man Geld dafür zahlen muss, dass man Freunde findet. Da habe ich mich auch inspirieren lassen. Sex mit Puppen, sehr viele Tabuthemen. Gut, das ist ein Video über Kelly, wo es halt um YouTube-Krankheiten geht, beziehungsweise wenn man halt durch YouTube krank wird, auch so ein bisschen ein paar kontroversere Themen, also wo es halt um den Körper halt an für sich geht. Ne, hier zum Beispiel, er hat sehr, sehr viele, also der Kanal hat sehr viele Formate, die ich richtig gut finde. Es sind immer wieder neue Formate. Wie weit kann Liebe gehen? Bin ich bereit für ein Kind? Wie lebe ich mit meiner schweren Krankheit? Darf ich für Sex bezahlen? Das sind so krass gute Themen. Und die sind so gut recherchiert. Vor allem mit dem Moderator. Kann man ihn Moderator nennen schon, oder? Dem guten Frank. Sehr sympathischer Kerl. Er kann sich wirklich überall richtig gut reinfinden. Ich glaube, es gibt niemanden, den ich so kenne, der so empathisch ist wie dieser Mann hier. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, der Kanal finde ich sehr gut. Sollte man verfolgen. Generell, wer meinen Kanal verfolgt, sollte das auch nebenbei verfolgen, weil wirklich die Themen sind sowas von Weiterbildung und alles. Gehört zum nächsten Kanal. Und zwar ist dieser Kanal fast genauso ähnlich wie die Frage, nur nicht ganz so persönlich gehalten, sondern eher mehr in die Richtung Reportage. Das heißt ja auch Reportage. Ähnliche Themen, muss ich sagen, ne? Also Hacker, das Thema, alles was mit Rassismus zu tun hat, Mindestlohn, Sexualität, was da auch thematisiert wird, ne? Verhütung und so, Sexpuppen auch, fand ich auch sehr gut, das Video. Was sehr kontrovers ist, ich muss mir mal vorstellen, kindliche Sexpuppen, da wird niemand drüber reden. Das ist ein Video wirklich, wo die Leute halt vor Ort gehen und nachfragen, warum es Firmen gibt, die Sexpuppen verkaufen, die, ne, in einem Kinderkörper, ne? Das sind Themen, da redet niemand drüber. Weißt du, ich meine, deswegen finde ich so Kanäle richtig geil, weil die halt Sachen ansprechen, wo die meisten Leute sagen, nee, lass mal gut sein, da will ich jetzt kein Wort drüber verlieren, bevor man was Falsches denkt. Ne? Gut, ist ein Funkkanal, ist halt ein öffentlich-rechtlicher Kanal, gut, die dürfen halt sowas mehr oder weniger eher als private Channels. Na,
Rabiat, die Rabiat-Reihe finde ich gut. Ich glaube, das erste Video, was ich von denen gesehen habe, war das Video über den Drachenlord. Also über den Hate gegen Drachenlord. Finde ich sehr, sehr interessant, den Kanal. Sollte man auch auf jeden Fall verfolgen. Nächster Kanal ist auch wieder ein Kanal, den ich privat kenne, beziehungsweise, ah ja, was heißt privat kenne, sondern privat auch ein bisschen mit ihr zu tun habe. Und zwar ist es die nette Dame Sterbkuchen. Hat mittlerweile auch schon den x-ten Kanal, also ich glaube den zweiten Kanal erst, aber ja, ich würde nicht sagen Meinungsblogs, aber geht schon leicht in diese Richtung. Meinungsblogs, vor allem die Aufmachung, die Zeichnungen, die sie da macht, wie sie ihre Stimme einsetzt, finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem Meinungsblogs finde ich generell nice. Und wenn es dann noch eine Dame macht, die das sehr gut rüberbringt, finde ich gut. Vor allem so Themen, wo man sich im normalen Zustand sagen würde, sowas gibt's gar nicht auf YouTube. Einfach Männer in The Witcher 3 sind hässlich. Das ist so ein Video, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Also das war ja das Video, wo ich gesehen habe. Da dachte ich mir auch nur so, Alter, das sind so Themen, die halt einfach kein Schwanz jucken da draußen, weil sie einfach sowas von nicht alltagspräsent sind. Ich meine, man zockt halt ein Game wie The Witcher 3 und kein Mensch juckt sich für die Modellierung irgendwie und schaut mir das Video an, schaut mir so, wow, endlich mal eine Person, die das genauso sieht wie ich. Kein Mensch macht so ein Video, so ein Thema, weil es halt einfach im Alltag irgendwie total irrelevant erscheint. Aber ich finde sowas halt mega relevant. Warum sind Frauen in einem Videospiel total hübsch modelliert und alles und haben so diese Eigenheit? Und Männer sehen halt alle fast gleich aus, ne? Finde ich sehr, sehr gutes Video. Was ich noch gut fand, war das Video über Chef the Killer. Ja, also Story-Life, Real-Life-Story-Videos. Unterschätzte Kunst habe ich gut gefunden. TikTok-Ding, E-Girls-mäßiges habe ich auch gut gefunden. Sehr, sehr guter, sympathischer Kanal. Ich hoffe, da kommt bald auch mal ein Feature mit ihr. Ist auf jeden Fall geplant. Jo, kommen wir zum letzten Kanal. Bei diesem jungen Herrn, es ist übrigens ein Kollege von Sterbkuchen, bei diesem jungen Kerl hier war ich mir nicht sicher, ob ich ihn abonnieren soll oder in meine Liste packen soll von Kanälen, die ich nur ab und zu verfolge. Tatsächlich verfolge ich seinen Kanal schon auch seit ein paar Wochen. Was wäre das erste Video, wo ich mir angeguckt habe? Ich glaube, das hier. Vor 2 Monaten war das, da habe ich ihn abonniert, glaube ich. Was mir an seinem Content, jedenfalls an den neuesten Videos, seitdem er wieder aktiver ist, weil er hatte zwischenzeitlich diesen Zeitsprung von 3 Jahren auf 2 Monate. Ich glaube, was ich an seinen Videos gut finde, ist, dass sehr viele Leute kleine Kanäle gar nicht thematisieren. Auch das, was ich gerade mache, dass ich generell Kanäle vorstelle, auch wenn die meisten Kanäle hier eigentlich große Kanäle waren oder größere, finde ich es sehr schade, dass es sehr wenige Kanäle gibt, die auf andere aufmerksam machen. Just Nero macht das beispielsweise, dass er immer wieder auf kleine Kanäle eingeht. Ja, was soll ich zu ihm sagen? Ich mag ihn ganz gerne von seiner Stimme her. Und was mir an ihm gefällt, ist, dass er halt einfach dieses ganze kleine YouTuber-Sein so ein bisschen thematisiert. Dieses Werbung machen, warum Abo gegen Abo schadet. YouTube Deutschlands Probleme von kleinen YouTubern. Das sind alles so Themen, die mir halt, naja, nach 10 Jahren YouTube zwar bewusst sind. Vor allem Abo gegen Abo. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Abo gegen Abo thematisiert habe, boah, das war in der Zeit, da habe ich noch Minecraft-Let's Plays gemacht, lul. Aber das ist so ein Kanal, muss ich sagen. Es würde jetzt keinen Unterschied machen, ob ich ihn jetzt verfolge oder nicht verfolge. Nicht, weil er weniger aktiv ist, sondern weil halt einfach sein Content, weil man seinen Content einfach so nebenbei gucken kann. Wisst ihr, was ich meine? Den guckst du dir halt ein bisschen an, die Videos sind relativ kurz gehalten. Und du sagst so, wenn du halt dieses Thema, was kleine YouTuber betrifft, auf dem Schirm hast, sagst du so, ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt scheiße, so dass viele kleine YouTuber halt nicht so wirklich die Reichweite bekommen, was schade ist. Ansonsten ja, Abo gegen Abo, bla bla bla, große YouTuber sind arrogantmäßiges, sowas, ne? Das sind halt so Themen, die hast du halt mal kurz auf dem Schirm, dann guckst du dir die Themen an, dann bist du halt durch damit. Deswegen würde es hier keinen Unterschied machen, ob ich ihn jetzt abonniere oder nicht. Ich habe ihn halt einfach mal abonniert, weil ich halt einfach das Ganze gefeiert habe, diese ganzen Videos hier, wo er halt Leute vorgestellt hat. Ja, ich würde jetzt an diesem Punkt zwar aber gerne weitermachen bei dieser Liste, aber ich glaube, dann würden wir nochmal eine weitere Stunde da rucken. Das würde ich jetzt eher vermeiden. Ja, ich glaube, das waren mitunter. Ich hoffe, die Liste ist so geblieben. Ja, ich glaube, die Liste war aktuell. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige, die dieses Video hier gucken und selbst mich abonniert haben und auch selbst YouTube machen, sich vielleicht so zu denken, oh MC, warum hast du mich nicht abonniert? Was ist dein Problem? Hä, was ist mit dir?
Was ist da los? Das liegt einfach daran, dass ich gewisse Kanäle, nur weil ich sie kenne, nur weil ich privat mit ihnen befreundet bin, heißt nicht, dass ich diese Leute verfolgen muss. Wisst ihr, was ich meine? Also fühle ich halt nicht so. Wenn ich den Content nicht fühle, gucke ich die Leute halt auch nicht. Ich supporte sie so weitestgehend, wie es mir möglich ist, aber nicht mit, ja, hier ist ein Like, aber das Video gucke ich jetzt auf jeden Fall nicht, sondern ich versuche es, diese Leute halt einfach so anderweitig zu unterstützen, weißt du, ich meine? So, da könnte ich jetzt auch auf die Liste gehen. Ja, wo ist es denn? Meine Kanäle, gehen wir mal auf meinen Account hier kurz. Hier zum Beispiel meine Favoriten, die ich hier erwähnt habe. Hier könnte ich noch die Liste endlos weitermachen, aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo die Namen halt irgendwie versteckt werden in so einem Fenster. Und das finde ich halt nicht so gut. Ich meine, wenn diese Liste endlos weitergehen würde, bis zum geht nicht mehr, bis zum Schluss halt, dann würde ich da wahrscheinlich mehr Kanäle empfehlen. Aber die sind meist eigentlich so kleine Kanäle. Ich habe da die ganzen großen Kanäle rausgenommen. Meine zwei Kanäle, Frigo, man kennt ihn, Lautfunk, den ich auch verfolge, Luca, der halt Creepypastas macht, Foxdor, die nette Amy halt, Lautschmal, ein netter Gamer, eine Vertrollerin, Sterbkuchen, die ich abonniert habe, und mein Bruder. Ja, das sind Kanäle, ich glaube, von den ganzen Kanälen habe ich nur Lautfunk abonniert, Sterbkuchen und ansonsten noch niemanden mehr, nur Lautfunk und Sterbkuchen. Der Grund, warum ich die anderen nicht abonniert habe, liegt einfach daran, weil diese Menschen halt in diese Liste hier fallen. Habe ich sie dort erwähnt? Ich glaube, die Leute habe ich dort erwähnt. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Normalerweise wollte ich diesen Ort nicht aufmachen. Ja, diese Leute habe ich erwähnt, tatsächlich. Ja, siehst du, das sind Leute, die ich halt nebenbei mal verfolge. Es hat halt alles seine Gründe. Aber dazu kommen wir halt dann im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob ich Teil 2 jetzt schon aufnehmen will. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich da nicht ein paar Leute rausschmeiße oder dazu packe. Ich glaube, ich werde eher noch Leute dazu packen. Mal gucken, weil das alles sehr, sehr spontan entstanden ist, so die Liste. Ja, was soll ich noch weiterhin dazu sagen? Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich gewisse Videos hier auch angeguckt habe. Das Video habe ich mir angeguckt, also diesen Stream, weil da halt eine lustige Szene war, wo ich gelacht habe. Das wollte ich meinem Bruder zeigen. Ansonsten gibt es immer mal Videos, wo ich halt draufklicke, wo ich dann in die Videobeschreibung gucke, um zu sehen, ob halt die Art und Weise von neuen Videobeschreibungen, von der Aufmachung her, ob die halt übernommen wurden. Also so ein Grund hat es. Ich gucke mir die Videos jetzt nicht an und denke mir so, oh ja, sympathisch auf jeden Fall. Also so selbstverliebt bin ich dann, wie sagt man dazu, doch nicht. Auf jeden Fall. Gut, Sad Stories und Creepypastas, die höre ich mir im Nachhinein mindestens einmal nochmal an. Einfach nur um zu gucken, wie ist die Audioqualität. Ne? Mache ich halt immer mal wieder. Oder wenn ich mal irgendeine Story meiner Mutter zeige oder so. Ja. Was soll ich zu diesem Kanal hier sagen? Abonniert ihr auf jeden Fall. Scheiße. Ein langes Video auf jeden Fall, aber er nennt sich ja nicht umsonst XXL Talk. Im nächsten Video werde ich das Ganze nicht XXL Talk nennen. Dadurch, dass die Zeichen für den Titel nicht reichen. Ich habe mir schon die ganzen Zeichen aufgeschrieben. Titel aufgeschrieben, Lul. Sollte es einen dritten Teil geben, was ich nicht weiß, dann werde ich eher über Musik reden. Also welche Musik, also welche Künstler, welche Musikkanäle ich so abonniert habe und verfolgt habe in den letzten Jahren. Das wird dann wahrscheinlich ein Video, wo ich es mir ein bisschen schwer machen werde, da ich halt eben nur maximal 20 Favoriten habe. Und trotzdem habe ich, naja, wenn man auf diese Playlist hier geht, über 1000, naja, ne, Videos in dem Moment von Songs, die ich geil finde. Naja, es waren mal irgendwie 1400. Ich habe ja noch mehrere Musikplaylists, die aber alle auf privat geschaltet sind. Aber was diese Playlist betrifft, ich kann ja mal die Playlist so ein bisschen durchgehen, so die ersten 100 bis 200 Sachen, aber in Teil 3 oder so. Ich weiß nicht, ob das euch interessiert, ich glaube ja nicht. Ich glaube von den meisten, also ich meine von 2200 Aufrufen, das sind alles meistens so meine Aufrufe halt, weil ich die Videos halt immer wieder auf Watch Together mir reinziehe, also die Musik mir reinziehe, nicht die Videos. Null. Auf jeden Fall, was gibt's noch großartig zu sagen? Ich habe eine hübsche Ding, ne? Lesezeichenleiste. Diesen Ordner werde ich dann im nächsten Video vorstellen. Ich hoffe, ich zeige hier nichts Falsches. Keine Sorge, hebt keine Pornoseiten. Ihr kennt mich, ich gucke keine Pornos an. Nee, alles gut. Wenn ich sowas habe, dann nicht auf der Lesezeichen-Ding. Nee, ist ja klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Gehen wir mal einfach wieder auf meine Startseite. Na, wo ist es? Ich könnte noch Kanäle vorstellen, dessen Podcasts ich verfolge, aber das lasse ich einfach mal weg. Denn ich verfolge gar nicht so viele Podcasts. Ja, wie gesagt, Teil 2 wird halt auf jeden Fall dieser Ordner sein von Kanälen, die ich abonniert habe, aber nicht
regelmäßig gucke. Und der dritte Teil sollte irgendwann kommen, da geht es um Musik. Da bin ich mir aber eher so unsicher. Ich würde sagen, die Chance besteht zu 30-70, dass ich mir noch den dritten Teil mache. Mal gucken, wie es läuft, wie diese Videos bei euch ankommen. Gut, das war's von meinem Video. Mitunter einer der längsten Videos auf meinem Kanal. Aber gut, das habe ich euch von Anfang an gesagt, dass das Video ein bisschen länger geht. Ich habe es auf eine Stunde getippt. Aber gut, eine Stunde und 10 ist auch in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Guckt auf jeden Fall bei den... Sorry. Ach, scheiße. Ungeschnitten und ekelhaft. Da ist mir kurz mal ein bisschen Schmuck in den Rachen runtergelaufen. Uiuiui. Appetitlich, wie man es kennt, seit eh und je. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Egal, ich bin ja sowieso mit dem Video fertig. Goddamn, komme ich mit der Stimme runter, wenn da mein Hals rumspinnt. Ja, moin. Das war wahrscheinlich mein erster und letzter Cut in diesem Video. Da war die Audio kurz weg. Da hat sich Audacity kurz mal verabschiedet. Ja, mein Speicherplatz war voll. Der Terabyte ist voll. Das Terabyte, whatever. Ja, da war die Festplatte mal kurz voll. Na, scheiße. Musste kurz was runterschmeißen und dann ging's wieder. Never mind, egal. Ich sollte meine Festplatte generell mal aufräumen und ein paar Games runterschmeißen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, guckt mal bei diesen Kanälen vorbei. Ich hoffe, da ist halt für jeden was dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube, ich habe es gesagt, aber habe ich weggeschnitten. Es ist für jeden was dabei, denke ich mal. Und schaut mal vorbei. Wie gesagt, ihr wisst jetzt, wie die Kanäle so heißen. Ist ein spontanes Video gewesen. Ich habe mir jetzt keine Gedanken über dieses Video hier gemacht. Hab's halt immer mal wieder geplant, aber dachte mir so, ja komm, wen interessiert das? Jetzt denke ich mir so, ja, warum nicht? Wenn's Leute interessiert, warum nicht? Ne, kann man ja machen. Also ich interessiere mich auch immer wieder für gewisse Sachen, warum gewisse Leute abonniert haben oder verfolgen. Gut, dann hoffe ich mal, dass dieser Teil gut ankommt. Desto schneller wird dann der zweite Teil kommen. Und was gibt's noch dazu zu sagen? Ja, Dankeschön für diese Aufmerksamkeit. Eine Stunde und noch was, Alter. Jo. Dann würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Haut da rein. Aber nicht zu fest. Sonst geht eure Festplatte leer. Total dummer Vergleich, ne? Egal. Passt ja zu mir und meinem Content. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, was auch immer ich machen werde. Bis dahin aber. Ciao und Servus.